So, und da sind wir wieder bei The Forest und hier sind noch drei Leute, die sich auf eine Tracht Prügel bereit machen. Ich weiß nicht, bei dem Speer, da finde ich das nicht so toll, da hast du nicht so eine coole Rückmeldung, wenn du einen angreifst. Bei allen anderen Waffen, da siehst du halt so richtig, wie die durchgehend da halt weggehen. Und Ich beim finde, Speer der ist das. Speer braucht definitiv eine höhere Reichweite. Die ist echt ein bisschen lächerlich. Ich meine, was nützt mir ein Speer, wenn ich damit genau die gleiche Reichweite habe wie mit einem Schwert? Plus, ich stelle gerade fest, wenn ich einmal den brennenden Speer schmeiße, ist der Molotow kaputt. Was irgendwie im Nachhinein Sinn macht, aber trotzdem schade ist. Du hast ja gerade Flauberbusch kaputt gemacht. Bei mir war es keiner. Was braucht man nochmal, um sich so eine Bärentasche zu machen? Hasenfell. Okay. Ich suche demnächst mal ein paar Hasen. Oh, ich habe eine ganze Farm davon. Es sei denn, du willst hier das wahre Leben genießen und dir die selber holen. Erstmal helfe ich jetzt mit hier, Hier ist ein das Hasen. komische Ding zu Ende zu bauen. Ja, das nennt sich Abwehrgang, weißt du. Das ist sehr effektiv. Schön, wie du auch einen richtig langen Weg gehst, obwohl du es hier schon reinpacken kannst. Ich spam die ganze Zeit eh, aber ich kann es hier nirgendwo reinpacken irgendwie. Muss auch an der Stelle, wo halt auch dieses Zeichen ist. Guck, wie ich das einfach mache. Ich gehe hier einfach hier vorne dran, springe, Warte eh. mal. Ah. Wenn ich hier. Wenn ich mir die Icons auf größere Entfernung anzeigen lasse, dann geht's problemlos. Und Die da kann man auch Icons nicht draufstehen. Fuck. Das sind ist ja jetzt auch das wichtig. zweite Mal, dass ich versehentlich mich fast umbringe, weil ich hier irgendwo stehen möchte, wo man nicht stehen kann. Ja, ich bin da eben auch runtergesprungen, aber mir hat das nicht so viel Schaden gemacht. So, dasselbe plane ich auch auf der anderen Seite zu machen, dass wir da halt einfach so ein, ja, guten Abwehrgang haben, dann können wir nämlich einfach die Tore geschlossen lassen, wenn da mal welche vor unseren Toren stehen. Und dann schießen wir die einfach ab. Okay. Hier ist noch ein Holzstück. Übrigens, falls du Energie brauchst, hier hinten haben wir auch eine Bank. Alles klar. Füllt sich Energie nicht von selbst auf? Nur bis zu deiner Maximalenergie. Das ist der dunkelblaue Ah, Streifen. okay. Ah, der ist noch fast voll. Ja, bei mir ist er gerade bei der Mitte. Ich kann mich da gerade hinsetzen auf die Bank. So, wir brauchen jetzt nur noch, ich glaube, 70 oder 80 oder so. Also ich kann jetzt mich gleich mal wieder ans Baumfällen machen. Und du kannst mal Ausschau halten, ob da jetzt jemand kommt, dann überraschen die uns nicht wieder. Okay. Ich finde hier auch gerade keine liegenden Baumstämme mehr. Ja, die habe ich auch alle weggenommen. Sollen wir die dort vorne vielleicht machen, weil die sind jetzt näher dran eigentlich. Was bringen Bone Arrows? Die machen mehr Schaden und machen auch mehr Sinn. Okay. Weil hier ist das ja so, du kannst ja immer die Arrows halt direkt in den Gegner reinschießen und dann kannst du die ja wieder rausholen. Und gerade bei der Taktik, die ich hier fahre, wo du dich halt auf so einen, ja, auf so eine Treppe draufstellst und dann von oben runterschießt, kannst du die halt einfach wieder rausnehmen und kannst die ganze Zeit durchballern. Also ich habe da nämlich dann keine Probleme. Ich fälle hier jetzt wieder Bäume. Okay. Wo höre ich die Bäume fallen? Da, wo mein Name steht. Blaubeeren konnte man essen, oder? Ja, Blaubeeren kannst du essen. Insofern es Blaubeeren sind. Die sind blau. Hellblau. Ich sterbe gerade zumindest nicht, deswegen glaube ich ja.
Das ist halt echt das Schlimmste, wenn du halt einfach dadurch stirbst, dass du dir Schneebären geholt hast. Dass du wirklich nur noch so ein Fitzelchen Leben hast und dann kommt so eine Schneebäre und du stirbst. Ja, ich bin gerade fast gestorben, weil ich einen Pilz gegessen habe. Ach, hier vorne sind die schwachen Skinnies. Die sind nach 3 Schlägen tot. Und fressen sich gegenseitig. Okay. Hä, was hat der da gerade gefressen? Hier war niemand. So, hast du das Holz da schon? Was? Dass ich hier gerade runter bringe. Gerade. Ich fäll hier hinten, wo mein Name ist. Ich sehe deinen Namen nicht. Kann man sich die Namen irgendwie anzeigen? Ah. Ja. Spielernamen anzeigen lassen. Jetzt ja ist, ah, jetzt finde ich dich endlich auch mal, wenn ich dich nicht mehr sehen kann. Ich tue gleich das neue Fuel in meinen in meine Kettensäge. So, jetzt. Ich habe hier halt nur gerade ein paar Leute, glaube ich, gehört. Da muss ich natürlich sicher gehen, ob das hier auch keine sind. Da ist einer. Der macht aber keine Geräusche. Ey, bei mir macht er Geräusche. Was? Bei mir macht er Geräusche. Hey, du bist doch gar nicht bei mir. Aber ich höre Geräusche. Ich finde es gerade interessant, dass hier halt 2 Skinnies waren, die hatten keine Geräusche gemacht. Und hier kommen generell ganz viele Skinnies und die kommen normalerweise nur am Anfang. Das sind halt die schwächsten Gegner. Und die sollten wirklich bei Tag 200 irgendwas nicht mehr ankommen. Jedenfalls nicht mehr so häufig. Ich hab grad 5. So, ich habe mir jetzt einfach mal verschiedene Waffen auf Quick Select gelegt. Ja, daran hast du dich immerhin noch erinnert. Dann würde ich dir aber die Sachen reinbauen. Dann würde ich dir aber diesmal empfehlen, dass du das halt auch abspeicherst. Naja, mache ich schon. Wo kann man abspeichern? Hinten beim Haus in dem Bett. Aber können wir gleich machen. Ja. Weil das wäre halt schon wichtig, falls du halt irgendwann nochmal mit mir mitspielst. Und dann ist ja einfach alles aus Holz. Das Gras, das brauchen wir nicht mehr, da kann man Holz hin tun. Ey, mag daran liegen, dass wir hier jetzt gerade am Strand bauen, dass wir hier gerade nicht so super schnell vorankommen wie normalerweise. Ach, es geht doch. Naja, hast du zufällig die Folge gesehen, wo ich das mit Voldemort gemacht habe, mitten im Wald? Ohne jetzt gemein klingen zu wollen, ich schaue bei deinen Voraus-Folgen eigentlich immer nur dann rein, wenn ich denke, okay, da hat er mir was von erzählt, oder okay, da könnte ich dabei sein, oder okay, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Okay, davon habe ich dir erzählt. Okay, dann habe ich es nicht gesehen. Jedenfalls, das war richtig. 1,5 Folgen, ne? Okay. 400 Holz. Schick mir mal einen Link, vielleicht schaue ich da dann rein. Wenn ich das wieder finde. Da steht bestimmt sowas wie voll effektiv arbeiten oder sowas. So, dasselbe machen wir jetzt gleich auch noch in die andere Richtung, ne? Du siehst ja schon, das verbindet sich jetzt langsam mit meinem Haus dort unten.
Sehe ich das? Ja, wenn du da hinguckst, hinten aufs Wasser. Na, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ach, das heißt, erst wenn es da angekommen ist, kann man da auch drüber laufen. Ja. Weißt du, was das Coole ist an dieser Wasserüberquerung dort vorne? Nein. Da können wir halt wirklich die Leute positionieren, die dann so gucken, wenn da einer gerade anlegen will, ob der denn da auch anlegen darf. Und wenn er nicht darf, dann werfen die da einfach mal Bomben oder Feuer runter. Ja, das ist schon sehr cool. Sag mal, hast du vor, hier später irgendeinen krassen Roleplay-Server rauszumachen? Ja, klar. Okay. Was meinst du, warum ich ein Cargo-Boot hinten habe? Damit du deine komische Konstruktion da mitten im Wasser bauen, zu Ende bauen kannst. Ja, aber wo ich 3 Minuten drunter steckte. Warum baue ich da dann 2 Häfen für? 2 Häfen. Hufen. Reicht da nicht einer? Na, gutes Argument. Warum kann man eigentlich sowas wie Aloe Vera und Marigold auch anbauen? Ja, kannst du, wenn du dafür Seeds kriegst. Ich sag mal vielleicht so. Vielleicht mache ich irgendwann auch mal ein Forest Let's Play. Ich sag mal so, ne? Warum sollte ich ganz viele Häuser bauen, wenn ich doch nur eins brauche? Ich habe eine ganze Stadt dorthin, falls du dich erinnerst. Habe ich den Vogel erwischt? Ja. Wo sind die Federn hin? Also die Federn hin. Den Speicherstand kannst du dir jetzt übrigens auch in den Singleplayer laden. Gut. Das also heißt, dann kann ich da quasi mich mal ein bisschen versorgen mit Medizin und so weiter, bis ich, wenn ich dann das nächste Mal mitgespielt, dass ich dann nicht ständig tot bin. Ich hoffe. Okay. Aber das müsstest du dann nicht in Singleplayer reintun, da könntest du auch einfach in den Multiplayer und dann einfach hosten und dann hast du das ja. Weil man kann ja auch im Multiplayer Singleplayer spielen. So, ist nicht mehr viel, da kommen noch 10 rein. Und dann machen wir das noch in die andere Richtung. Das ist dann aber nicht so viel. Weil da müssen wir nicht so viel verteidigen. Oh, das leckt gerade ein bisschen bei mir. Also ich sehe weniger Frames. So, ich setze schon mal das nächste jetzt an. Okay. Jetzt kannst du da nämlich drüber. Und wenn du bedenkst, das sind einfach nur Treppen, ne? Jetzt weiß ich, was vorhin so ein Lärm gemacht hat. Ich habe versehentlich ein Tor geöffnet. Hä? Wo muss jetzt das nächste Holz hin? Dahin, wo ich jetzt gerade hinbaue. Du siehst es, glaube ich, noch nicht, ne? Nö. Ich sollte da vielleicht hoch. Dann kann man hier einmal ganz rumgehen. Da kommt das jetzt alles rein. Okay. Ich glaube, das wird von oben besser gehen. Merke ich auch gerade. Je größer das Gebaute ist, desto weiter kannst du gehen, um halt da einfach Holz reinzutun. Hier aus kann ich es gerade nicht so gut reintun. Ah, hier kann ich. Sobald da kein G mehr steht, kannst du's. Ah, gut zu wissen. Hier sind Gegner. Ich hört. Ist aber nur eine Frau. Und ein Typ. Noch ein paar andere. Hat mich ausnahmsweise mal nicht getroffen. So, den kannst du
Hä? Was ist denn mit der Frau gerade passiert? Keine Ahnung. Hat sich gerade darüber geportet. Das sind Kreuzis. Sieht man daran, dass die Frau hier Kreuze auf ihren Titten hat. Aber kann natürlich auch einfach nur Zensierung sein. Du hast einen Pfeil in den reingeschossen. Ja. Kannst du rausnehmen. Cool. Ja, ich lass dir den mal. Der kann sich halt immer noch wehren. Bei dir. Bei mir jetzt nicht so gut. Pauke. Pauke. Okay, ich hab's kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Den Typen. Ich hab's kaputt gemacht. Ich glaube, demnächst sollte ich mit dir besser an Stellen bauen, wo wir halt mehr so im Wald sind, oder? Warum? Weil hier die ganze Zeit Action ist. Ach. Ja, noch kam kein Mutant, aber wenn einer kommt, dann... Ja gut, eigentlich kommen mehr Mutanten dort hinten. Bisher. Generell kamen relativ wenige in letzter Zeit. Machst du da jetzt noch was mit den Leichen, oder? Ich versuche sie gerade anzuzünden, aber ich bin zu blöd dafür. Womit? Mit einem abgegradeten Stock. Du musst so schlagen, dass der halt auch trifft. Ach, was soll's, nehme ich einfach mal die Axt. Mit einer Axt geht's am besten, weil du damit halt einfach nach unten schlagen kannst. Mit einem Stock, wenn du halt versuchst, damit nach unten zu schlagen, schlägt er mit dem unteren Ende, was halt nicht brennt. Ja, das ist ja lustig. Also ich hatte dann plötzlich das Feuer in der Hand. Du kannst es natürlich auch mit dem... Die fangen bei mir nicht an zu brennen. Jetzt muss mein Feuer aus. Dann mache ich das. Ich bin zu blöd dafür. Da war eine Feder. Das ist noch eine Feder. Aber ich habe versehentlich einen Vogel getötet, scheinbar. Ja, die landen immer auf den Leichen. Okay. Ja, ich pack mehr Holz da noch rein. Ja, ich schau gerade, ob ich noch hier irgendwo gefälltes Holz von dir sehe. Ja, hier liegt noch ganz viel hier unten. Ach, da unten. Übrigens, wenn du weiter weggehst von den Leichen, während die da gerade brennen, dann despawn die Schädel. Okay. Also, falls du die Schädel haben willst. Nö, ich hab genug Schädel. Da war ein Tier drin! Cool. Kleines, gewöhnliches Fleisch, ja. Das war der Vogel. Ich habe auch mal ein bisschen Fleisch, was ich eventuell mal... Vogelfleisch bringt dir nicht so viel. Kann ich dir nur sagen. Ja, das Problem ist quasi, alles, was ich an Fleisch dabei habe, ist mittlerweile verdorben bald. Ja, das kannst du trotzdem aufhängen und wenn du dann demnächst wieder spielst, ist es normal. Das kommt mir wie ein Bug vor, der bald gefixt wird. Ja. Kam ja auch so vor ein paar Updates. Hier sind übrigens noch mehr Gegner. Okay. Aber jetzt könnten wir uns oben auf die Verteidigungswelle stellen. Und dort müssten wir uns dann nicht mit denen rumschlagen. Ich glaube, ich setze mich jetzt auch mal wirklich auf deine Bank, weil so langsam habe ich doch wenig Energie. Jetzt haben wir hier nicht mehr so viele Gegner, die keine Geräusche mehr machen. Immerhin haben wir keine körperlosen Köpfe.
Wo genau ist deine Bank zum draufsetzen? Hier in der Base. Wir sollten übrigens alle Tore schließen, solange wir hier drin sind. Weil sonst kommt hier jemand rein. Macht Sinn. Dann ruhe ich hier mal ein bisschen aus. Ich hole mir was zu essen. Das Gute hier ist, hier kommen die ganze Zeit Schildkröten an. Und die kannst du einfach killen. Kannst du ein neues Fleisch da dran hängen. Falls du pennen willst, können wir auch machen. Aber dann musst du wieder was essen und trinken. Ja. Hast aber halt auch Energie wieder voll. Was war das denn? Was? Hat doch gerade einer geschrien. Naja, ich würde erstmal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.